grüß euch, da Hallo, ist wieder Nati am Start. Und du? Was machen wir heute? Heute werden wir uns vielleicht ein paar Bunker anschauen. Ja, ihr seht vielleicht da im Hintergrund. Da haben wir die erste Türe schon gefunden. Ja, und dann lassen wir uns überraschen, was wir noch alles finden. Viel Spaß! Spaß, bis gleich! Tschüss! Auf los geht's los! Kommode steht da mit Kasten. Aber das hat sich nachträglich wieder rein getan. Komm rein! Komm rein! Achso, das war da auch immer befestigt. Das war bei den ersten Türen. Die Ösen gehen, das sind die schweren. Mhm. Also die, was du halten möchtest, so lang. Okay. Aha, die haben heizen können. Also da muss oben ins Röhrl rausgehen, oder? Ja, genau. Komm heraus zu mir! Ich komme! In das Erdhörnchen. Das Erdhörnchen? Aber da sind keine Nüsse mehr drin. Da machen wir zu, dass es sich zieht, oder? Das ist Maischmäh. Genau. Den Herrn den Vortritt. Auf jeden Fall. Was steht da? Wow, das schaut aus wie eine Gefängnistür. Das habe ich noch. Schaut, da steht das Wort Dundel. Dundel. So, und wenn der Mann schlimm ist, kommt er zu. Rein und. Wow. Let's go.
Jetzt sind wir außerhalb, da haben wir gerade rausgeschaut. Ja, sieht man schön. Das ist ja alles schon verwachsen. So, am Weg hier herauf, das nächste Objekt. Wir wollten jetzt schauen, ob das verbunden ist. Da gehen wir jetzt rein. Da gehen wir jetzt rein? Da gehen wir jetzt rein. Okay. Dann. Die alten Betten, die sind ja echt mega, oder? Da Stockbett und ein Einzelbett wäre da im Angebot. Ah, da zum Raus. Also das war der, der nicht schlafen durfte da im Eck, ne? Der hat wach gehalten und die durften schlafen. Bis sie eben dran waren, dann... Ja, kannst du überlegen. Ja. Türe. Das nächste Schlaflager. Wow. Also da waren ja richtig viele stationiert. Stimmt. Da sind neue Leitungen drinnen. Ja, und der Martin meint, dass das eventuell noch genutzt wurde vom Bundesheer danach. Für Übungszwecke da wieder diese Türe. Oh,
quasi wie ihr Garten da. Also da war es wieder zum Rauspfeffern. Das ist die Brandstätter Stellung, hast du. Vielleicht krieg's ich auf. So, jetzt haben wir einen Ausgang gefunden. Notausgang. Weil der Hunger schon ruft. So, ich zeige euch das nochmal von außen. Also sieht man jetzt nicht wirklich viel, ist halt alles schon verwachsen. Video, was wir gemacht haben über die Bunker, da waren wir genau an der Seite, da drüben. Machen wir keine Werbung. So, jetzt gehen wir wirklich aus und jetzt haben wir schon Hunger. Was gibt's heute? Stangensellerie. Das ist natürlich sehr lecker. Mit Gebäck. Mit Gebäck. Bis nach der Jause. Zugeschweißt? Ah ja, tatsächlich, hier sieht man es überall. Heute gehen wir von außen. So, ein Loch in der Höhle. Aber da ist kein Zugang, also die dürften da anscheinend durchs Fenster rein sein.
und geschossen haben. Da unten ist auch ein Bunker oder so ein Schießunterstand, oder wie man das nennt. Und da vorne auch. Also die ganze Gegend, da wachsen die Bunker wie die Semmeln raus. Wie die Schwammerl. Ah, wie die Schwammerl, ja genau. So, da hätten wir jetzt die Kanone.